Willkommen bei BlockReporter, deinem Kanal für die Themen Bitcoin, Blockchain und Kryptowährung. Und heute werden wir darüber sprechen, ob wir am Wochenende einen bullischen Breakout schaffen, beziehungsweise ob Mother Bitcoin das Ganze schafft, hier diesen ganzen Weg von unten nach oben, hier in unseren Aufwärtstrend hinein. Die Chancen dafür sind auf jeden Fall gegeben. Wir werden gleich nochmal in der Analyse genau einen Blick drauf werfen, was die Chancen sind und vor allen Dingen, wo auch die Risiken liegen. Und damit alle Infos im Video. Viel Spaß und viel Erfolg mit Kryptowährungen. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. So, also, wir haben es hier für dich schon mal aufbereitet. So, der Knackpunkt ist unsere Aufwärtstrendlinie. Da müssen wir tatsächlich rein. Ansonsten hat Bitcoin ein Problem. Das ist nämlich diese vier Jahre bereits andauernde Trendlinie von unserem letzten All-Time-High. So, der Drop ist geschehen. Ansonsten siehst du hier, haben wir dreimal unseren Support hier angetestet hier unten und. Ja, wurden hart rejected, nachdem wir hier zum ersten Mal abgewiesen wurden. Aber das ist selbstverständlich klar. Ich habe ja eben gesagt, diese Trendlinie ist vier Jahre alt. So, ähm. Damit ergeben sich folgende Dinge. Zum Ersten Make It or Lose It in der Support-Zone, das heißt, wenn der Kurs hier nochmal runter droppen sollte und aktuell sucht der Kurs hier einen, äh, einen wichtigen Support auf dem Key-Level beziehungsweise, du siehst es hier recht schon, an der 20.000er-Marke. Das heißt, wie gesagt, zum Wochenende starke Bewegungen erwartet, also aufgepasst. Und du siehst, die Vergangenheit, haben wir schon immer wieder darauf hingewiesen, sehr volatil, große Kerzen, also wenn was passiert, dann ratzfatz so haben wir äh, gesagt Support aktuell wie gesagt liegt hier knapp über 20000 hatten wir schon öfter besprochen können wir die auch noch mal da kann ich dir auch noch mal zeigen dass der Support warte 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 hier so zack also historisch hier hinten bei 20056 hier in meinem Chart du kannst selbstverständlich andere äh, Kurse haben ich bin hier auf der Börse Binance unterwegs so, ähm, wenn das hier schafft, äh, wenn das Ganze hier geschafft wird, hat der Kurs hier wirklich die Chancen, wenn es im Daily klappt, nach oben zu steigen. Das Potenzial werden wir dir, äh, werde ich dir selbstverständlich auch nochmal zeigen. Wir wollen ja gucken, wenn das Ganze Bulle steigt, wir werden es gleich nochmal auch mit äh, Indikatoren uns erarbeiten. Wie hoch kann das Ganze gehen? Kann der Kurs überhaupt hier nach oben gehen? Also schafft er es nach oben oder wird er hier oben rejected und versucht nochmal den Uh, Retest. So viel sei schon mal uh, verraten. Er hat das Potenzial tatsächlich durchzubrechen. Denn du weißt ja, die Höhe hier, uh, der Ausschlag, ist das Potenzial uh, zu steigen. Aktuell uh, könnten wir daraus nämlich das hier ableiten, wenn er von hier oben ausbrechen würde. Ich glaube, ist relativ deutlich, dass er nach oben schnellen würde und uh, perfekt nämlich auch hier die letzten lows werden durchbrochen. Du weißt ja, das ist immer so der Knackpunkt und hier oben möchte er hin. Sprich, er nimmt den das Key Level, was wir hier haben und auch das liegt bei 21,5 hatten wir auch schon uns öfter erarbeitet. Wir können auch noch mal den Abgleich machen. Wir machen noch mal den Magneten rein was Lord Fibo dazu sagt und damit ist das Potenzial gegeben, wirklich eine Trendwende einzuleiten und das ist der Knackpunkt, die Trendwende liegt nämlich bei roundabout 21.000, also hier nochmal bei den Lows gutes Potenzial eben zu steigen, noch haben wir gesagt, nicht die Indikatoren dazu geholt. Dementsprechend äh, ist eigentlich egal, ähm, wie weit der Kurs hier fallen könnte, wenn er rejected wird, hier braucht er seinen Support und hier ist bei 19.5 bzw. 19.559, wie ich es jetzt hier eingezeichnet habe. Pi mal Daumen beziehungsweise wir machen es nicht Pi mal Daumen, wir machen es jetzt nach dem letzten Kurs. Das ist 19.565. So, ähm, haben wir das für dich auch äh, erstmal geklärt. Ansonsten Triple Button könnte sich ausspielen nach oben mit der Amplitude. Bullische Variante. So, ähm, b -b -b -b. ansonsten holen wir uns noch mal die Multi-Time-Wewebs, also wo wird am meisten getradet, wo möchte der Kurs hin. Der Weekly-Weweb liegt auf dem Support, den wir uns eben zusammen erarbeitet haben, knapp über, warte mal, ich mache dir mal den Monthly aus, dann siehst du das auch. So, dit, dit, dit. Weekly, Monthly weg und die Inputs, die Labels vom Monthly auch weg, so, zack. Also jetzt siehst du auch schön den Weekly, also bei 20.071 ja, mit, mit viel Liebe mit zwei Cents noch äh, oben drauf, my two cents on top of that ähm, sind wir 20.072 ist hier das, was im Daily tatsächlich erreicht werden muss beziehungsweise halten muss, ansonsten segelt der Kurs ab beziehungsweise hat das Potenzial zu unserem Support, den wir eben definiert haben, runter zu krachen. Wie gesagt, übergeordnet werden wir jetzt gleich sehen, sieht es immer noch blöd aus. Wir haben uns ja gesagt, so kurzfristige Erholung nach so einem Dump ist normal. Der übergeordnete Trend ist Racked Timber. Das heißt, eigentlich müssten wir uns nicht damit befassen, sondern damit befassen. Und dann wären wir bei 18.500, aber es ist egal, damit befassen wir uns heute noch nicht. Wohl aber, Achtung! Es wird haarig, weil du weißt, so zwei, dreimal den Support antesten ist cool. Beziehungsweise wir testen aktuell die Supports an. Zum Vergleich, was wir hier gemacht haben, sind hier oben die Widerstände angetestet. Eins, zwei, drei. Und hier haben wir, wie gesagt, die Supports. Und dann ging es runter. Deswegen rein vom Chartbild, was wir jetzt haben, vom Pattern, auch wie sind wir, mehrere Schritte. Vom Chart-Pattern, was wir jetzt hier haben, dreimal Support angetestet, doppelter Boden. Sollte er nach oben ausbrechen. Das Descending Triangle ist aber ein bärisches Pattern. Das heißt, da ist der Ausbruch nach unten. Sprich, wenn der Support bricht, steigt eben sehr, sehr deutlich das Risiko eines bärischen Ausbruchs nach unten. Er steigt da nach unten. Er weiß, was ich meine. Also, das Risiko, dass der Preis crasht, ist dann gegeben. Andernfalls, wie gesagt, der doppelte Boden bringt es hier nach oben. Wir schauen deshalb nochmal auf unseren äh, stochastischen RSI, den wir hier haben. Volumen brauchen wir nicht. Wir können heute, ich habe mir heute schon mal äh, die Ribbons angeguckt, die sind für mich erstmal nicht so interessant, deswegen holen wir uns mal den Mac äh, nochmal mit rein. Wichtig, wichtig, wichtig hier, denn du siehst hier nach unten sehen wir hier noch keine Erholung. Wie gesagt, aktuell hier oben, an diesem Zeitpunkt geht es darum, den Support tatsächlich zu halten. Der stochastische RSI sagt, Bärisch und der MACD könnte hier tatsächlich noch folgen, bei einem Crash sowieso, beziehungsweise bei einem äh, Bruch. Du weißt, wir sind aktuell an, einem, an einer Schlüsselposition. So. Zwei-Stunden-Chart sieht auch nicht gut aus, aber klar, nach diesem Pump, den wir jetzt gestern hatten, beziehungsweise nachdem das Support nochmal gefunden wurde, gibt es logischerweise nochmal ein Retracement im Vier-Stunden-Bereich. Das gleiche ewig, dieses, äh, diese Konstellation, dass die Bullen versuchen, den Preis nach oben zu treiben, wird nicht klappen. Äh, wird nicht klappen bedeutet das hier, hier wurde der Kurs auch immer wieder nach oben gedrückt, bis er schlussendlich nach unten geht. Hier ist aktuell jetzt dabei, bärisch zu crossen. Auch das könnte ein starker Domino-Effekt sein, beziehungsweise wenn der Kurs droppt, dann nicht in kleinen Schritten, sondern wahrscheinlich wieder mit einer größeren Vier-Stunden-Kerze, wenn wir das Ganze hier sehen. Ansonsten äh, übergeordnet im Daily könnte das Ganze hier nochmal gepusht werden. Das ist der Kampf der Bullen, Make it or lose it. Wenn das Ganze hier wirklich schön bullisch ausbricht, ähm, hat das Potenzial, dass der Daily hier jetzt übers Wochenende nach oben in den überkauften Bereich kommt, ne, das wäre dann hier diese Position, nur um dann nochmal abzusegeln, werden wir dann sehen. Also, 4 ähm, Stunden Kerze müssen wir dann gleich abwarten, machen wir nochmal zum Schluss die Zusammenfassung, worauf es heute kommt, ankommt. Wir machen nochmal ganz kurz das Bild vom Daily, weswegen ich sage, übergeordnet sieht es halt Racktamber-mäßig aus, das heißt, die nächsten ein zwei Wochen, also nächste Woche, übernächste Woche, könnte sich das Ganze ausspielen. Du siehst auch hier der MacDeter-Trendfolge-Indikator ist zwar im deutlich unterkaufen Bereich bei minus 5.000 auch eine heftige Zahl, wenn wir uns das jetzt historisch über die letzten Monate angucken, ähm, ist aber wie gesagt dabei hier weiter zu droppen. Der letzte hoffentlich äh, für dieses Jahr, wobei dann eben der bärische Zyklus damit beschäftige ich mich auch noch so ziemlich zwölf Monate noch andauern könnte. Aber damit möchte ich dich nicht verwirren, wollen wir uns nur äh, schon mal ins Gedächtnis anrufen. Anruf, äh, das heißt, das Re Recover, wenn wir es droppen, äh, könnte tatsächlich so sechs bis zwölf Monate dauern. Aber meine, meine Herren oder meine Damen auch, am dunkelsten ist es, bevor es hell wird. Gell? Also, wir haben 2017 den Crash zusammen durchgemacht, beziehungsweise 2018, dann kriegen wir den Quatsch jetzt hier auch nochmal. Und irgendwann mal geht die Party wieder los. Ähm, und Elon Musk darf wieder komische Twitter-Kommentare machen. Also haben wir jetzt glaube ich hier ganz äh, gut äh, besprochen. Ansonsten vier Stunden äh, b -b -b machen wir dir äh, gerne nochmal. So, das ist unser Setup, was wir uns bis morgen lassen wollen. Es sieht erstmal nicht so geil aus. Im, hier im vier-Stunden-Chart besser noch im Daily muss das ganze hier halten, damit der Support hier nach oben gedrückt wird und das Potenzial, du siehst es, kommt hier sehr sehr gut hier auf das Key Level oben an. Auch das können wir hier noch mal grob skizzieren. Oh, zack. Na. Machen wir erstmal hier. So. Also Potenzial haben wir jetzt gegeben bei einem bullischen Ausbruch sieht erstmal nicht danach aus auf äh, deswegen auch Vorsicht eben ähm, wenn das Ganze hier nach oben schnellt das kann genauso gut wieder abverkauft werden äh, quasi das Negativ davon also das, der umgekehrte Fall von hier hier wurde stark abverkauft und es wurde äh, dann wieder stark aufgekauft das heißt was hier hochgeht kann auch sehr schnell wieder runterkommen so also Triple Bottom müsste sich jetzt ausspielen, hat das Potenzial tatsächlich wieder in den Aufwärtstrend zu kommen. Nach den Indikatoren geht es eben nach unten. Vorsicht eben, ob sich ein Pattern und wir haben zwei Pattern aktuell, ein bullisches und ein bärisches, ob die sich ausspielen, sehen wir tatsächlich erst bei einem Ausbruch und momentan geht es nur darum, eben dieses Key Level zu halten, um wirklich diesen Ausbruch performen zu können und die Neckline vom und zack, ist ohnehin eine schiefe Neckline äh, beim Triple Button. Also, wir warten auf den Breakout. Ähm, eigentlich müsste er bullish ausbrechen, werden wir sehen, obwohl die Indikatoren das negativ zeigen. Das heißt, weiter nach oben drücken, werden wir dann einfach schauen, wie der Ausbruch erfolgt ist. Also, wir sehen uns wieder. Mach's gut.